Ja, schönen guten Tag, ich bin Max, einer der Co-Koordinatoren von Frieden geht, dem Staffellauf gegen Rüstungsexporte, der dieses Jahr vom 21. Mai bis 2. Juni quer durch Deutschland stattfindet. Wir starten in Oberndorf am Neckar. Oberndorf am Neckar ist auch der Sitz von Rheinmetall Waffe und Munition. Heute stehen wir hier bei Rheinmetall bei der Aktionärinnenversammlung, Jahresaktionärinnenversammlung, und haben heute ein deutliches Zeichen gesetzt, um dem Konzern zu zeigen, Menschen in Deutschland sind gegen Rüstungsexporte. Wir sind damit nicht einverstanden, dass deutsche Rüstungsexporte in Kriegs- und Spannungsgebiete exportiert werden und dort Leid und Tod hervorrufen. Darum machen wir auch diesen Staffellauf. Wir wollen Menschen in Deutschland zusammenbringen. Wir wollen eine Plattform geben, dass Menschen sich aktiv beteiligen können, aktiv werden können, laufen können, joggen können, sich auf dem Fahrrad mit beteiligen können. Vom 21. Mai bis 2. Juni. Wir starten in Oberndorf am Neckar, machen Stationen unter anderem in Karlsruhe, in Kassel, in Jena, in Potsdam und dann am 2. Juni hier in Berlin. Hier wird dann die große Abschlussdemonstration gegen Rüstungsexporte sein, zu der ich Sie und euch sehr, sehr herzlich einlade. Es wäre schön, wenn ihr euch auf den Weg macht. Nicht nur, wenn ihr in Berlin seid, sondern auch bundesweit. Kommt hierher, seid mit dabei. Wir haben ein Programm vorbereitet, das ihr auf unserer Website www.frieden-geht.de einsehen könnt. Ihr könnt euch dort auch anmelden, ihr könnt euch dort informieren über die verschiedenen Veranstaltungen, die bundesweit stattfinden, Vorbereitungstreffen, die jetzt noch stattfinden, dann aber, weil bald ja schon der Start ist, vor allem dann die Laufveranstaltung. Kommt mit dazu, seid mit dabei, bringt euch ein, meldet euch an und kommt am 2. Juni hier nach Berlin. 12 Uhr, Potsdamer Platz, seid mit dabei. Frieden geht, der Staffellauf gegen Rüstungsexporte, der vom 21. Mai bis 2. Juni stattfindet, ist getragen von einem sehr, sehr breiten Bündnis. Wir haben 18 Trägerorganisationen, viele, viele weitere UnterstützerInnenorganisationen. Wir haben Privatmenschen, die sich beteiligen und unterstützen. Es ist die Zivilgesellschaft, die mit aufsteht gegen Rüstungsexporte, die bei Frieden geht im Staffellauf gegen Rüstungsexporte mit dabei ist. Welche Organisationen das genau sind, kann man unter www.frieden-geht.de einsehen. Einige, die heute auch hier mit dabei waren bei der Aktionärinnenversammlung bei Rheinmetall, sind auch bei uns Trägerorganisationen. Ohne Rüstung leben ist mit dabei. Die Badische Landeskirche ist mit dabei. Wir haben die Naturfreunde mit dabei. Attac ist mit dabei. Es ist ein sehr breites Bündnis, dass ihr euch auf der Website www.frieden-geht.de anschauen könnt.